Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute soll es um einen Fall gehen, der etwas bekannter ist und auf dem der Film Das Haus der Dämonen aus dem Jahr 2009 beruhen soll. Und der Name des Films trifft diesen Fall schon ziemlich genau. Das Jahr 1986 war für Carmen und Al Snedeker eine ziemlich schwere Zeit. Bei ihrem Sohn wurde ein Hodgkin-Lymphom, also eine bösartige Lymphknotenschwellung, diagnostiziert, welches eine umfangreiche und in den USA auch sehr teure Behandlung in einem Krankenhaus erforderte. Hinzu kam, dass das nächstgelegene Krankenhaus, welches eine solche Behandlung durchführen konnte, ziemlich weit entfernt lag. Deswegen beschlossen die Snedekers, ein Haus in Southington in Connecticut zu mieten, obgleich dies ihre Finanzen noch mehr belastete. Doch zumindest nahm es ihnen ein wenig die Last des Pendelns. Das Haus war insgesamt trotzdem günstig im Preis und auch ziemlich geräumig, sodass die Snedekers, ihre drei Kinder und ihre Nichte genügend Platz hatten. Es schien das beste Arrangement zu sein, welches sie zu diesem Zeitpunkt hätten treffen können. Jedoch trügte der Schein. Denn schon bald spielten sich seltsame Dinge in diesem Haus ab. Und diese begann, als die Snedekers den alten, staubigen Keller ausräumen wollten. Dabei stießen sie auf eine Reihe gruselig anmutender Werkzeuge, die für gewöhnlich in Bestattungsinstituten verwendet werden. Darunter zum Beispiel Einbalsamierungswerkzeuge, Skalpelle und die allseits beliebten Zettel, die an den Zehen einer Leiche angebracht werden. Als sie diesen Fund dem zuständigen Maklerbüro meldeten, erfuhren die Snedekers dann, dass dieses Haus mehrere Jahrzehnte lang als Bestattungsinstitut namens Hallahan Funeral Home gedient hatte. Doch trotz des ehemaligen, recht eigentümlichen Gebrauchs diente der Keller schließlich als Schlafzimmer für die beiden Söhne. Der ältere Sohn Philip, das war jener, der an der Erkrankung litt, beklagte gleich nach der ersten Nacht, dass er im Dunkeln eine Art Stimme vernommen hat. Zunächst dachte er, es wäre die Stimme seines kleinen Bruders, doch eben jene Stimme klang wesentlich tiefer und irgendwie verzerrt. Kurz darauf bemerkte er eine Art Silhouette in der Dunkelheit, die langsam auf ihn zukam. Schließlich konnte Philip erkennen, dass es sich bei der Schattenfigur um einen Mann in einem schwarz-weißen Nadelstreifenanzug handelte, der ihn unablässig anstarrte. Nachdem Philip seine Augen fest zusammenkniff und dann wieder öffnete, war der Mann verschwunden. Die Eltern schoben dies zunächst auf die neue Umgebung, den Stress und Philips Angst vor seiner Krankheit. Doch seine Berichte über den seltsamen Mann im Nadelstreifenanzug wiederholte er über mehrere Tage immer wieder. Philip hatte natürlich Angst vor dieser offenbaren Erscheinung. Diese ging sogar so weit, dass er freiwillig im Krankenhaus bleiben wollte, damit dieses Wesen ihn nicht weiter quälen konnte. Die Eltern fingen zwar an, seine Ausführungen durchaus ernst zu nehmen, doch schoben es nach wie vor auf den Stress und die Angst wegen der Krankheit. Doch es sollte nicht nur dabei bleiben. Denn nach und nach begann sich Philips Verhalten stark zu verändern. War er vorher ein freundlicher und sehr bedächtiger Junge, so wurde er mit der Zeit jähzornig, spielte seinem Bruder teils grausame Streiche und hatte grundlos heftige Wutanfälle, in deren Verlauf er auch Gegenstände zerstörte. Die Snedekers zogen nun in Erwägung, dass Philip eventuell Medikamente bekommen könnte, die ihn halluzinieren lassen. Doch das Krankenhaus gab an, dass Philip keine Medikamente bekam, die Halluzination auslösen oder die Persönlichkeit ganz und gar verändern würden. Somit konnte es nicht daran liegen.
Und während die Eltern noch darüber nachdachten, was sie mit Philipp machen sollten, passierte etwas, was seine ursprüngliche Geschichte zu bestätigen schien. Philipp verweilte gerade im Krankenhaus und die restliche Familie war zu Hause, als plötzlich ein fauliger Geruch durch das Haus zog. Es roch wie stark vergammeltes Fleisch und der Geruch wurde immer intensiver. Ein Ursprung des Geruchs war nicht zu finden und während die Snedekers noch das Haus durchsuchten, klirrte es plötzlich in der Küche. Als sie nachschauten, mussten sie feststellen, dass die Küchenschränke geöffnet waren, mehrere Teller herausgefallen waren und dabei zu Bruch ging. Nachdem das geschah, hörte auch der faulige Geruch plötzlich auf. Ähnliche Phänomene sollten sich in den darauf folgenden Tagen wiederholen. So standen Gegenstände plötzlich an anderen Orten oder Glühbirnen wurden aus den Lampen entfernt. Auch wurden Kruzifixe auf den Kopf gedreht, sodass sie das satanische Kreuz abbildeten. Ein Phänomen war dabei noch ganz besonders hervorzuheben. Mutter Carmen wischte den Boden. Als sie kurz pausierte und dann weiterwischen wollte, stellte sie fest, dass das Wasser im Eimer auf einmal blutrot war und jenen Geruch ausströmte, den sie rochen, bevor die Teller aus den Schränken fielen. Und dann geschah es schließlich. Elle und Carmen sahen eines Nachts selbst den seltsamen Mann im Nadelstreifenanzug, von dem Philipp die ganze Zeit gesprochen hatte. Und auch danach sollte es nicht enden. Es ging sogar so weit, dass die Nichte nach dem Schlafen plötzlich mehrere und teils sehr tiefe Kratzspuren am ganzen Körper hatte. Auch wurde Carmen beinahe durch den Duschvorhang erstickt und konnte sich nur retten, weil ihre Nichte ihre Schreie aus der Dusche hörte und ihr zu Hilfe eilte. Und schließlich sollte sich auch die Persönlichkeit des zweiten Sohnes Matt verändern. Auch er wurde zunehmend aggressiv und zeigte ein eher düsteres Verhalten, was sich dadurch zeigte, dass er großes Interesse an Mord und Nekrophilie entwickelte, welches er in Form von teils verstörenden Gedichten niederschrieb. Als Matt dann seine Cousine Tammy angriff und sie offenkundig vergewaltigen wollte, wurde er schließlich vorübergehend in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen. All diese Vorkommnisse waren verständlicherweise zu viel für die Snedekers. Deshalb stellten sie den Kontakt zu den sehr bekannten paranormalen Ermittlern Ed und Lorraine Warren her, die ihrerseits zusammen mit dem erfahrenen Geisterforscher John Zephis zum Haus kamen und dort insgesamt 9 Wochen bleiben sollten. In dieser Zeit kamen die Warrens und Zephis zu dem Schluss, dass der Ursprung der paranormalen Aktivitäten im Keller zu finden sei, nämlich in dem ehemaligen Bestattungsinstitut. Deswegen sorgten die Warrens dafür, dass eine Gruppe katholischer Priester ins Haus kam, um dort einen Exorzismus durchzuführen, da die finsteren Mächte anders nicht zu beseitigen seien. Dieser Exorzismus dauerte ungefähr 3 Stunden lang und ging einher mit heftigen paranormalen Aktivitäten. Als der Exorzismus vollzogen und das Haus als bereinigt angesehen war, hörten die seltsamen Phänomene laut den Warrens schließlich auf. Die Snedekers lebten noch 2 Jahre in dem Haus, bis sie schließlich auszogen. In diesen 2 Jahren sollte es zu keinerlei Phänomenen mehr kommen. So viel zum Fall des Hauses an sich. Ich könnte an dieser Stelle das Video beenden und all dies einfach so stehen lassen. Doch dies wäre ein schlechter Dienst für alle echten paranormalen Phänomene. Denn bei diesem Fall hier ist große Skepsis mehr als angebracht. Denn die Warrens sind nicht unbedingt die beste Quelle, was den Wahrheitsgehalt angeht. Zumindest könnte man das meinen, denn in den meisten ihrer Fälle war es so, dass sich Einzelheiten in Zeugenaussagen in regelmäßigen Abständen veränderten. Und dabei änderten sich auch gerne mal wichtige Details.
In diesem Fall sagte Carmen Snedeker zunächst, dass aus dem Küchenschrank mehrere Teller fielen und dabei zerbrachen. Beim nächsten Mal sagte sie nichts mehr von Tellern, sondern von einem Spiegel, der zu Bruch ging. Beide Aussagen bezogen sich jedoch auf dasselbe Ereignis. Außerdem hatten die Vormieter nie etwas Seltsames in diesem Haus erlebt. Auch haben die unmittelbaren Nachbarn nie etwas Ungewöhnliches mitbekommen. Und auch nicht ganz unwichtig ist, dass es von Seiten der katholischen Kirche keine Aufzeichnungen über einen offiziellen Exorzismus in diesem Haus gab. Das Einzige, was wirklich faktisch belegbar ist, ist die Tatsache, dass sich die beiden Söhne negativ veränderten. Die plötzliche Aggressivität der beiden und vor allem der Vergewaltigungsversuch von Matt an seiner Cousine sind tatsächlich belegbare Fakten, die aber nicht zwangsläufig mit etwas Paranormalem zu tun haben müssen. Alles in allem ist dieser Fall ziemlich wackelig und ich vermag nicht zu sagen, was daran nun wirklich stimmt, abseits der seltsamen Verhaltensweisen der beiden Söhne. Deshalb weise ich als seriös arbeitender Mysterien-YouTuber, der schon so einige nachweisbare Fälle behandelt hat, darauf hin, dass diese Geschichte zwar gegebenenfalls stimmen könnte, aber es doch so einige Zweifel an der Glaubwürdigkeit geben darf. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Folgt mir gerne auch auf meinen anderen Social Medias, insbesondere Instagram. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, was auch immer. Euer Krone SK. Bis zum nächsten Mal.